So ein bisschen wie die 40 ausmacht. Sehr schön. So, ich bin aber eigentlich nicht hier, um einen Karabiner hängig zu machen. Das hat er jetzt nur eben, weil der hat geklemmt in letzter Zeit öfter mal. Das habt ihr vielleicht in den Videos hier und da mal gesehen. Ah, jetzt ist er wieder schön. Sehr gut. Sehr geil. Wir sind aber wegen was anderem hier. Und zwar. Da haben wir mein gutes Kletterseil für Double Rope mit dem Spider Jack. Da haben wir ein paar hübsche Backen, weil wir wechseln das Seil. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen Emori-Freak. Hab damals auch ewig gebraucht, das passende Seil zu finden. Hab da also echt Jahre habe ich an den Seilen gebastelt. Hab x Seile gekauft. Doch wieder verworfen aus verschiedensten Gründen, was mir immer nicht gefallen hat. Habe die ja dann immer so ein Vierteljahr benutzt und dann bemerkt, beim Emori bin ich dann damals hängen geblieben. Das war perfekt gewesen, schön griffig, auch bei feuchtem Wetter alles kein Problem. So, aber das ist ja nun auch alles schon ein paar Jahre her und von daher müssen wir mal schauen, was die Zeit so mit sich bringt. Und wir haben da jetzt eine Empfehlung bekommen und die werden wir jetzt probieren. Und zwar das Komora von Courant. Wir haben einige Seile jetzt von Courant im Test drin. Arbeitsseil, also Ablassseil, ein statisches Aufstiegsseil und jetzt für den Spider Jack speziell, ist ja lispeln tue ich auch schon. Ne, das Komora jetzt. Das ist ein 11-7er. Im Gegensatz zum Emori. Emori ist ein 12er. Ich bin echt gespannt, wie sich das macht. Haptik ist erstmal soweit gut. Aber wollen wir mal gucken. Schöne ist, Klemmbacke B geht auch. Davon habe ich nämlich noch die ein oder andere da. Neues Seil heißt auch neue Backe. Und genau das machen wir jetzt. Wir wechseln das Seil und knallen gleich eine frische Backe auf den Spider Jack. Schön verharzt, ne? Glücklicherweise nur von außen. Ich überlege gerade, welcher Baum die Woche das war. Und in der Wart. Meine Fresse. So, Seil raus. Ja, bei der Gelegenheit, weil viele denken immer, dass der Seilwechsel beim Spider Jack so furchtbar kompliziert ist. Wie nimmt man denn den ersten Gerätekörper auseinander und so weiter? Musste nicht. Ja? Also, alles gut, alles entspannt. Du klickst den nur hoch, du entsperrst den hier an der Seite eben mal komplett. Also das ist ja hier die Standardstellung. Dann hast du die Sperre, die ist da. Dann gehst du einfach nochmal eben weiter, dann bist du schon hier oben. Und dann hast du den ganzen Körper ja frei. Musst du nicht abschrauben, nichts, gar nichts. Ne? Musst nur hier hochlegen und dann ist schon fertig. Kannst jetzt Seil rausnehmen, ist die ganze Prozedur schon durch. So, mal immer das Seil drehen hier. Da ist er. Da sehen wir es. 11,7 mm Komora haben sie hier also auch nochmal wegen dem Spleiß immer beziffert. Ist schön weich, also ist sehr angenehm auf jeden Fall. Ein bisschen weiter und trotzdem ist er schmal. Das ist jetzt natürlich beim Emori alles noch nicht so gut gewesen. Ne? Wo haben wir jetzt den Anfang, dass ich euch mal als Vergleich zeigen kann? Ja, wenn wir das jetzt mal vergleichen, der ist ja auch ziemlich starr hier. Jedenfalls ist es natürlich ein schöner Vorteil. Ne? Das Ding, das läuft anders. Okay, aber letzten Endes ist es entscheidend, wie es sich beim Klettern macht. Und das Schöne an dem Emori ist ja, dass du einen mega geilen Grip hast. Und das muss der hier erstmal zeigen, dass er den auch hat. Na, das wird sich ja dann rausstellen demnächst. Zack, zack. Neues Bäckchen, neue Schraube. Habe ich beim letzten Mal schon mal erwähnt, ne? Wenn ihr eine neue Backe reinmacht, immer eine neue Schraube oder einen Tropfen Loctite da haben. Oder nee, glaube ich, wolltet erwähnen, habt aber vergessen. Kann auch sein. So, jedenfalls wichtig. Immer schön anständiges Material. Loctite, das ist ein Schraubenkleber. Der sorgt dafür, dass die ganze Schose auch vernünftig funktioniert. Und auch da drinnen bleibt.
Dann sollte das mal nicht der Fall sein, dann hast du ein Problem. So, da ist er schon. Zack, zack, zack. Übrigens genauso leicht ist er mit dem Verschleißbolzen, ne? Der ist bei mir jetzt aber noch gar nicht so alt. Zack, weil ich ja den Spider-Jig auch ausgetauscht hatte. Im Januar. Genau. Im Januar. Bei dem anderen, da ist der Verschleißbolzen auch in dem Zusammenhang erst gewechselt worden. Da muss man dann halt gucken. Das ist je nachdem, wie verdreckt die Seile immer sind und so weiter. Da gibt es auch keinen festen Tonus. Also da muss man dann wirklich schauen. Hier, da hast du den Verschleißbolzen. Den kannst du dann entsprechend auch tauschen. Auch Sicherheitsschraube rausziehen. Ganz easy. Okay. Ja, das war schon der ganze Spaß gewesen. Kirscherin. Ja, bin ich ja mal gespannt. Naja, Durchlauf. Natürlich. Soll man sagen, ne? Es gibt nichts Geileres, ohne Scheiß. So, machen wir noch erstmal den Spaß fertig hier. Nach fest kommt lose. So, zack. Es ist auf jeden Fall schon mal angenehmer als bei Memory, dass du da sehr flink wechseln kannst. Aber wie gesagt, der Rest muss ich in der Praxis zeigen. Bin mega gespannt. Also das war's, auf das könnt ihr euch jetzt freuen. Unser Arbeitsseil, Aufstiegsseil und Kletterseil im DRT ist jetzt alles von Courant. Verschiedene Varianten, die werde ich euch dann nur nach und nach mal vorstellen. Und dann schauen wir mal, wie die Dinger laufen. Also Arbeitsseil, muss ja Henrik denn, ist ja sein Ding, ne? Da kommt es dann drauf an, wie krangelfrei ist das ganze Thema und wie gut liegt es oben im Handschuh. Aber ich glaube, von dem, wie es sich angefühlt hat, wir haben wieder ein dickeres genommen. Also ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, wir arbeiten mit fast übertrieben dicken Seilen, ne? Hat aber einfach damit zu tun, dass du besser dosieren kannst. Du hast unten im Handschuh ein viel besseres Feeling mit einem etwas dickeren Seil als mit einem dünneren Seil. Und du hast auch einen sehr großen Unterschied an Reibungswiderstand am Poller. Du kannst ein kleines bisschen besser dosieren mit einem dickeren Seil. Also zumindest bei unserem Poller. Kommt ja immer auf viele Sachen an. Welchen Radius hast du? Zum Beispiel die große Winch, da hast du ja einen ganz anderen Radius und damit einen ganz anderen Widerstand als mit unserem kleinen Poller. Also da kommen viele Sachen zusammen. Letzten Endes muss man dafür dann die richtige Seilkombination auch finden. Das ist wie eine gute Radreifenkombination am Auto. Wenn man die perfekte hat, dann läuft es einfach. Gut, auf in die Praxis. Der Kollege muss zeigen, was er kann. Und schon bin ich unterwegs in ein Waldstück. Die Neugier war dann doch jetzt ein bisschen groß. Ich werde schon mal ein paar Tests machen. Also speziell wie das Komora im Spider-Jack 3 läuft, da bin ich natürlich sehr neugierig. Ich werde mir jetzt mal irgendwo ein Seil in den Baum bringen. Dann wollen wir mal schauen. So, ich habe mich hier mal kurzerhand für eine Birke entschieden. Wir haben hier einen wunderbaren Zwiesel. Da kann ich schnell oben einwerfen. Schönes stehende Seil erstmal hoch. Dann kann ich mich hier oben einbauen. Baue den Spider-Jack ein mit dem Rope Guide und gehe mit dem Komora wieder runter quasi. Denn wir wollen ja mal schauen, wie auf dem Squire der Akimbo vor allem läuft. Wir suchen ja immer noch so das richtig geile Akimbo-Seil. Und wenn man das richtig läuten hört, ist das Squire eins davon. Also schauen wir nach. Erstmal Seil drin, los geht's. Seil ist eingebaut. Wie eben schon erwähnt, die Haptik, die ist schon mal sehr angenehm und dafür hast du trotzdem ein schön strammes Seil, also sehr statisch, wie es aussieht. Aber das wird sich ja beim Aufstieg gleich zeigen. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, welche Einstellung brauchen wir für nach Kimbo? So.
Mal schauen, dass wir ein altes Dach haben. Spire-Jack haben wir dran. Zack. So. Gut. Okay, also Durchlauf schon mal mega. Das fühlt sich echt mega gut an, ne? Definitiv deutlich besser als das Vorseil, das ich hatte. Das war ein Gleichstein. Frag mich jetzt nicht, schieß mich tot nach dem Namen. Muss ich direkt nochmal gucken. Aber nicht zu vergleichen, von daher eher uninteressant. So. Zack. Dann kommen wir nämlich jetzt zum nächsten spannenden Thema. Das Komora im Spire-Jack. Das bauen wir nämlich hier ein. Zack. Komm mal her. Ja, weil ich beim letzten Mal schon gesagt habe, sehr schön auf jeden Fall diese Weiche, der weiche Spleiß, weil er so schön durch den Karabiner läuft. Okay. Gucken wir mal, wie er reagiert. Wie mache ich das jetzt, dass ich das mal mitlaufen lasse hier? Wie mache ich das jetzt, dass ich das mal mitlaufen lasse? Ich bin aber auch ein echter Drops-Schädel. Wir machen es raus. Zack. So. Gucken wir mal. Freier Seildurchlauf. Bremse. Okay. Griffigkeit. Also erster Eindruck ist sehr gut. Ja, man muss halt doch mal auch mal hier woanders hinschauen, ne? Wenn man ein Seil schon 5-6 Jahre nutzt, bleibt ja auch nicht stehen. Folgender Plan steht jetzt an. Ich werde mich jetzt mit dem Komora ablassen, lasse das System am Spire-Jack unten, gehe mit dem Akimbo am Squire wieder hoch, lass mich dann noch mal mit dem Akimbo am Squire runter, um zu gucken, wie die Dynamik ist. Ja, das ist jetzt erstmal so der Plan, um erstmal so einen ersten Eindruck zu bekommen, wie die Dinger hier laufen. Also man muss sagen, das Squire ist ein echt mega leichtes Seil. Macht richtig Spaß, ist sehr angenehm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es sich im Regen verhält. So, der Grip erstmal auf jeden Fall gleichwertig zum Imori, was ich vorher hatte. Jetzt bauen wir mal wieder um.
Aha. Würde ich vielleicht noch eine Backe enger stellen. Oben. Aber schon. Also wirklich schon sehr, sehr gut. Also damit würde ich jetzt persönlich sehr schön arbeiten. Ein paar Feinheiten. Stellen wir hier eben weiter. Dann schauen wir uns das Ganze mal so an. So. Mhm. So. Gucken wir mal. Ja, so ist perfekt. Ach, wie geil. Ja, sehr schön. Wirklich sehr schön. Cool. Also was den ersten Eindruck angeht, auf jeden Fall schon mal geil. Sollte man mal gucken, welche Ziele. Testen wir nämlich mal das nächste Ding. Ja, Seil. So muss der Seildurchlauf sein. Wenn ich den von unten ohne Seilgewicht hochholen will, dass das auch kein Problem ist. Der ist automatisch schon da, wo es hin muss. Sehr schön. Okay. Sehr schön, sehr schön. So, machen wir den wieder ab. Also, erster Eindruck beider Seile. Sowohl die Krausche gefällt mir sehr gut, Griffigkeit jetzt bei trockenem Wetter auf jeden Fall auch sehr gut. Durchlauf, wie er sein soll, wie ich es mir wünsche, perfekt. Reagiert gut. Beim Squire, der Akimbo funktioniert wirklich fantastisch darauf. Sehr gutes Aufstiegsseil auf jeden Fall. Also ich staune, dass trotz des doch sehr stabilen Kerns die Haptik so geil ist vom Anfassen. Also du hast wirklich eine schöne Griffigkeit trotzdem. Also auf jeden Fall positiv überrascht. Mal wieder, ich liebe positive Überraschung. Ich muss mich öfter mal zu irgendwas überreden lassen, glaube ich. Okay, also. Erster Eindruck, der Rest wird sich zeigen. Aber von dem, was ich bis jetzt so merke, glaube ich, werde ich sehr zufrieden sein. Erster Eindruck gibt auf jeden Fall schon mal 5 Sternchen für die bisher genannten Positionen.
So, dann komme ich hier runter, wa? Ja, ich würde noch ein bisschen ranziehen. Ich werde den Ankerpunkt einfach lassen, wenn euch für das Ding. Lass durchschwingen, den Kollegen. Aber mal gucken, ob die schneller. Ah, über kurz oder lang müssen wir den FN. Okay, kommt. Jetzt habt ihr und ich mal einen ersten Eindruck gewonnen, wie es sich jetzt in der Praxis alles macht. Längerfristig beim Klettern so über einen ganzen Tag, waren ja jetzt alles nur Kleinigkeiten gewesen, die ich da mal geguckt habe. Das wird sich dann zeigen. Aber der erste Eindruck, da gibt es einen Daumen nach oben und dann sehen wir erstmal weiter. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin.